to gain. Au, au. Hallo, was ist mit dir? Was hast du? Mein Bein tut weh. Du wirst mir doch nichts tun, oder? Nein, nein. Aua, autsch, du brauchst keine Angst zu haben. Das sieht aber abgeknickt aus. Wir müssen dein Bein wieder gerade machen. Mein Freund Flip, der Grashüpfer, hat mir mal gezeigt, wie man das macht. Man braucht einen Zweig und einen langen Grashalm. Schön stillhalten. Ich versuch's mal, das schaffen wir schon. Jetzt kannst du wieder hüpfen. Ja, danke schön. Hilfe! Hilfe! Das ist mein Freund Rufus. Auf Wiedersehen! Wie heißt du? Ich heiße Maya. Warum hat denn das so lange gedauert? Ich habe einem Vogel geholfen. Du hast einem Vogel geholfen? Na klar. Und ich habe mit Thekla meinen Nektar geteilt. Stimmt. Jetzt spring, Rufus. Wir fangen dich auf. Niemals. Ihr habt mir das eingebrockt. Ah, ich rutsche. Ah, blöder, schleimiger Schleim. Ich falle. Ja. Aua! Könnt ihr nicht aufpassen? Uiuiui. Das soll's jetzt gewesen sein? Das habe ich mir anders vorgestellt. Ich will so hoch und so schnell fliegen wie ihr. Das ist doch nicht so viel verlangt. Eine Schnecke, die so schnell fliegt wie eine Biene? Und so hoch wie die Bäume? Also das schaffen wir auch noch. Wieso auch? Alles, was wir bisher geschafft haben, ist ein Lama-Tiefflug mit einer Bruchlandung. Wie sagt ein altes Bienensprichwort? Auch fliegen müssen fliegen lernen. Nicht nur die Fühler. Komm ganz raus. Lass mich bloß zufrieden. Ich suche eine Biene, die Maya heißt. Hallo, kennst du mich noch? Maya, natürlich. Meinem Bein geht es schon viel besser. Das ist doch super. Kann ich dir denn auch mal helfen, Maya? Ich würde mich gerne bei dir bedanken. Na ja, eigentlich nicht, aber meinem Freund Rufus da drüben. Pass auf. Was? Die Schnecke ist dein Freund? Na, ein Glück, dass ich ihn nicht gegessen habe. Rufus, komm raus! Du verpasst was! Die Wiese ist sonnenschön! Oh Mann, schön hoch ist das. Aber schön! Da unten eine neue Pilzstelle. Die muss ich mir unbedingt merken.